So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Let's Play zu The Witcher 3 und dem DLC, beziehungsweise dem DLC von The Witcher 3 Blood and Wine. Und ja, wir gehen jetzt zu Palmerin. Wahrscheinlich werden wir dahin gehen, wo es gerade so laut ist. Das scheint gerade irgendein Fest zu sein und ja, ich bin mal gespannt, was wir da zu finden werden. Ich liebe diesen Ort hier. Sieht einfach so wundervoll aus. Ich will den kurz mal genießen. Einfach herrlich, oder? Und vorher nur in Novigrad, WLAN und den ganzen, ich will nicht sagen Rotzen. Grafisch alles war das natürlich toll, aber die Orte an sich waren jetzt nicht gerade dort, wo man Urlaub machen müsste, ne? Ja, und jetzt noch diese Musik. Herr mit dem Glas, rasch! Rasch! Hallo! Hallöchen! Oh, sorry. Hier ist man noch gerne. Da ist er also. Unser guter Freund Palmerin. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem, gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand hat gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, mit Glöckchen am Hinterhand zu stehen? Du hast mich mit einem Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Guillaume, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monster-Trophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Gehen wir. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne.
Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Wir müssen ihm helfen. Maya kennt, dass sowas passieren muss. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Ach Mist. Oh mein Gott, dann ist so... Hallo? Wie sollst du denn abhauen, bitte schön? Moment. Glossar. Das wäre, glaube ich, besser. Erstmal, ne? Art, okay. Art. Telekinetische Druckwelle. Ich muss mich erstmal wieder aufladen. Hallo, du bist mir im Weg. Das kann doch nicht wahr sein. Das sieht ja gar nichts ab. Na, scheint ja viel zu bringen, die Druckwelle. Wie soll ich das denn machen? Ich verstehe das gerade nicht. Ein Moment. Mann. So viele starke Gegner auf einmal. Samo-Bombe. Haben wir sowas? Und wenn ja, wo? Ja, okay, aber... Und ein Reliktöl. Ist das ein Drakonit?
Hallo? Ich will das nicht machen. Nein. Ach toll, ich muss es erst noch herstellen. Ich weiß nicht, wie ich es besiegen soll, um ehrlich zu sein. Da ist er mit Feuer. Den kann man ja nichts abziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas mache ich falsch, oder? Das schiebt gar nichts ab. Ist unfassbar. Müssen wir irgendwas aufsammeln? Wow, hat das jetzt viel abgezogen? Das muss ich schon sagen. Das kann ja lange dauern. Anscheinend weiß er nicht wirklich, wenn er angreift. Er greift wild um sich. Wir sollten lieber von hinten angreifen, glaube ich. Können wir nicht unseren Freund heilen? Huch, das war knapp. Autsch. Autsch. Also so langsam nervst du mich gerade, Luma. Lumanda. Was bringt denn bitte schon die Druckwelle? Müssen wir jetzt wirklich komplett besiegen? Wenn ja, kann das wirklich lange dauern. Und zwar sehr lange. Vor allem, da unser Freund nicht mehr lange zu leben hat, wie wir hier sehen. Ja, hör auf zu reimen und hilf lieber. Auch wenn du kein Kämpfer bist. Diese Druckwelle bringt gar nichts. Oh je. Ja, das ist unfassbar. Wie soll ich ihn besiegen? Das jetzt? Okay, okay. Autsch. 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 Natürlich. Gut, das war jetzt wirklich nicht so toll, aber ich weiß echt nicht, wie ich ihn jetzt besiegen soll. Und das hat sich auch gereimt. Super, ne?
Och, Manu. Erst die Bruxa und jetzt dieser Glumar oder wie auch immer der heißt. Glumanda nenne ich den einfach. Wie genau soll ich ihn besiegen? Muss ich wirklich warten, bis er auf dem Boden liegt? Beziehungsweise bis er auf dem Rücken liegt? Das kann ja dauern, wie man gesehen hat. Einfach ausweichen und abwarten und Tee trinken sozusagen? Das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Wenn doch, dann, naja. Ausprobieren kann man es ja. Ich mag solche Kämpfe, wo man erstmal überlegen muss, wo die Schwachstelle ist. Und jetzt einfach nur blind draufhaut. Was ich teilweise aber mache, wie man sieht. Schlechter Einfluss. So laut. Ja. Komm. Hä? Du solltest ausweichen und nicht hochspringen. Ich laufe genau rein. Ja. Einfach mal nicht aufstehen lassen, ne? Gut, dass er vielleicht jetzt nicht so schlau. Oh, jetzt? Nein. Ich verstehe das nicht. Na toll, und ich treffe nicht. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Ja, natürlich. Im ganzen Hausspiel gab es keinen so starken Gegner. Oh, das ist das Falsche. Ich hab ja Samon. Ja toll, aber man zieht nichts ab. Komisch. Und er wird nicht mal blind, wenn ich das will. Ist unfassbar. Was kann ich da machen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt mal 10 Minuten warten muss, bis er einmal auf den Rücken kommt, um ihn 10% der Energie abzuziehen. Naja, ich glaube mal, ich werde mir gleich im Internet angucken, wie man ihn besiegen kann und dann, beziehungsweise ich hole mir ein paar Tipps, ja, um ihn halt endlich zu besiegen. Wir können ja nicht die ganze Zeit hier an diesem Glumar hängen bleiben, wie an der Bruxa. Aber wir haben kriegen echt viele starke Gegner. Wo wir nach Toussaint gekommen sind, direkt diesen Gargoyle oder wie auch immer er hieß. Den Zyklopen oder, ja. Dann die Bruxa, jetzt Glumar. Unfassbar. Naja, jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen und
wenn das Laden aufgehört hat, dann beende ich die Folge und sage dann schon mal, ja, wie gerade schon erwähnt, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Also dann, macht's gut. Ciao.